Tag. Kriminalpolizei. Mein Name ist Naseband, mein Kollege Ritter. Ja, schön für euch. Was wollt ihr denn? Den hier schon mal gesehen? Nee, war's das? Ich habe hier noch zu tun. Jetzt schauen Sie sich das Foto erstmal an. Umso eher Sie verstehen, dass wir am längeren Hebel sitzen, desto schneller sind Sie uns auch wieder los, okay? Also. Ich kenne den wirklich nicht. Was ist mit dem? Er ist vom Dach eines Hochhauses gestürzt. Wahrscheinlich nicht ganz freiwillig. Was habe ich damit zu tun? Das wissen wir noch nicht so genau. Seine Frau meinte, dass Sie einen ziemlich heftigen Streit mit ihm hatten. Jetzt sagen Sie mir mal, belästigen Sie mich hier zum Spaß oder haben Sie da ein bisschen mehr auf der Pfanne? Naja, in seinem Navi war als letzte Adresse die Berliner Straße 12 eingegeben. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist es genau hier. Ja, das stimmt ja. Vielleicht war er bei mir eine Runde zocken, aber haben Sie sonst noch was gefunden bei ihm? Naja, in seinem... Was hätten wir denn finden sollen? Was weiß ich, also... Also ich kenne den Typen auf jeden Fall nicht, egal was seine Alte da behauptet hat. Hi. Und, hey. Was hat König gesagt? Nicht viel. Was ist los? Der Altmeister und ich hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Robert, ich hab's dir doch erklärt, oder? Ja, und ich hab's auch kapiert. Das heißt aber nicht, dass ich's auch richtig finde, okay? Worum geht's denn überhaupt? Ich finde, dass Michael diesen König hätte anpacken müssen. Wir hätten ihn auf die Drogen ansprechen müssen. Der Mann hätte alles abgestritten, Robert. Meine Idee ist besser, glaub mir. Und was ist deine Idee? Der König weiß doch nicht, dass wir Drogen gefunden haben. Also, er wird auf jeden Fall danach suchen. Und wo wird er suchen? Im Haus des Opfers. Dort warten wir auf ihn und schnappen ihn auf frischer Tat. So schlecht finde ich die Idee jetzt nicht, Robert. Und was willst du seiner Ehefrau sagen, Michael? Entschuldigen Sie die Störung, aber wir wollen einen mehrfach vorbestraften Drogendealer bei Ihnen zu Hause festnehmen, oder wie? Robert, wie können wir dieser Frau helfen? Doch eigentlich nur, indem wir den Mörder ihres Mannes finden, oder? Wir stellen dem eine Falle und Ende aus Mickey Mouse. Jetzt mal Themawechsel, okay? Ich habe den Laborbericht. Das Medikament, das ihr gefunden habt, ist ein richtig heftiges Zeug. Ein Psychopharmaka mit ganz schlimmen Nebenwirkungen. Naja, vielleicht ist das Opfer im Büro von seinem Kumpel zusammengeklappt. Die haben ihn aufs Dach geschafft und runtergeworfen. Wollten alles aussehen lassen wie Selbstmord. Ja, aber leider wissen wir bis jetzt noch nicht, ob er das Zeug überhaupt genommen hat. Aber wenn, dann könnte es ja auch sein, dass er so benebelt war, dass er selbst gesprungen ist. Ja. Hat der Doc sich eigentlich gemeldet? Nee, bis jetzt nicht. Das ist so eine Pfeife, echt. Ja, hi, Doc. Ja? Doc. Doc, ich möchte ganz gern... Kannst du mich auch mal reden lassen? Doc, ich möchte nur wissen, ob das Opfer diese Medikamente intus hatte. Morgen. Ja, okay. Doc, morgen, Doc. Ja, bis dann. Tschüss. Noch einer, der schlechte Laune hat. Du bist aber früh dran. Hey, ganz ruhig, Mann, ganz ruhig, Mann. Ja, was soll das denn? Also, hören Sie, egal was Sie vorhaben, ja, ich halte das für keine gute Idee. Ihnen dürfte doch klar sein, dass Sie damit nicht durchkommen. Ich meine, hier sind Leute. Andererseits, Polizei ist ja heutzutage auch nicht mehr ganz das, was sie mal war, nicht wahr? Ja? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Bitte, bitte. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ne? Ein Satz mit X? Ja, mal hat man recht, mal eben nicht. Obwohl ich verstehe echt nicht, warum der König da nicht aufgetaucht ist. Tja, jetzt stehen wir wieder am Anfang. Am besten, wir fahren doch mal zu König und machen dem mal ein bisschen Druck. Ich halte doch die Klappe, okay? Das kannst du doch sowieso nicht. Oh, wie Alex. Geh mal bitte dran. Alex, was gibt's? Wie bitte? Ja, wir fahren gleich hin. Bis dann, ciao. Der Doc ist verschwunden und anscheinend die Leiche von diesem Heuten gleich mit. Was? Ja. Bin ich ein Vollidiot, echt? Der König glaubt, dass Heuten Drogenpacks geschluckt hat. Und wir stehen brav vorm Haus der Witwe und warten uns einen Wolf. Wie doof kann man eigentlich sein, Mann? Mach dir keine Vorwürfe. Dass jemand eine Leiche aus der Pathologie mitnimmt, darauf kommt doch keiner. Und was ist, wenn dem Doc was passiert? Das hätten wir so oder so nicht verhindern können, okay? Hey, Jungs. Wo ist Alex? Kümmert sich um die Fahndung.
Ja, und außerdem haben wir jetzt die Überwachungsbänder der Kameras im Eingangsbereich gesichtet. Ja und? War's König? Also man kann erkennen, da ist ein Typ mit einem grünen Kittel und einem Mundschutz. Ja, der hat den Doc mit einer Waffe bedroht. Von der Statur her könnte es König gewesen sein, ja. Naja, und dann haben sie die Leiche in den Lieferwagen gezerrt. Kennzeichen? War nicht zu erkennen. So ein Mist, echt. Ja komm, it's your turn. Wir knüpfen uns König nochmal vor. Habt ihr schon was? Tag. Was wollt ihr denn schon wieder hier? Wir hätten noch ein paar Fragen an Sie. Ich habe aber keine Antworten mehr für euch. Wenn ihr noch wiederkommen wollt, dann besorgt euch einen Beschluss, ja? Und jetzt raus hier, Pausverbot, ihr beide, alle beide. Machst du das? Macht mich aggressiv. Gerne. So, meine Herren, der Laden ist geschlossen. Wenn Sie dann bitte gehen würden, ja? Dann habt ihr was mit den Ohren raus, habe ich gesagt. Ja, wird's bald. Also. Und Sie setzen sich hier hin, aber flott. Und jetzt lassen Sie mal die Kirche im Dorf. Hinsetzen und Maul halten. Du weißt doch, wie es läuft, oder? Wir haben deinen Stoff gefunden. Welchen Stoff habt ihr denn gefunden? Genau. Welchen Stoff? Ich sage den Stoff, den Wolfgang Heuken für dich aus Amsterdam geholt hat. Du wirst sagen, wer ist Wolfgang Heuken? Und weil du so eine Blitzbirne bist, wirst du wahrscheinlich auch noch fragen, wo ist Amsterdam? Ha? Gut, die ganze Sache, die können wir uns natürlich auch sparen. Denn wir wissen alle, dass es dein Stoff ist. Und früher oder später werden wir das auch beweisen. Ihr zwei, ihr habt doch gar nichts. Ihr habt doch gar nichts. Das ist nicht ganz richtig. Im Navigationssystem von Heuken habe ich Ihre Adresse gefunden und eine in Amsterdam. Unsere holländischen Kollegen sind gerade auf dem Weg zu dieser Adresse. Und wer sagt Ihnen, dass Ihre Geschäftspartner keinen Deal mit den Kollegen machen? In dem Fall sagt man doch immer so schön, den Letzten beißen die Hunde, oder? Außerdem solltest du dir auch überlegen, was für einen Beamten du vor Gericht haben willst. Willst du einen, der aussagt, der König, ja, der König, der war von vornherein kooperativ und geständig? Oder willst du einen, der vor Gericht aussagt, meiner Meinung nach ist der König überhaupt nicht mehr resozialisierbar? Der Unterschied liegt bei ungefähr 3 Jahren Haft, denke ich. Okay. Okay, was wollt ihr wissen? Geh doch. Wo ist der Doc? Was? Ja, die sollen alles absperren. Und findet mir diesen Lieferwagen. Und ich will einen Leichenspürhund. Nein, nicht für den Doc. Wollen wir es nicht hoffen. Wahrscheinlich hat der Titan eine Leiche im Kofferraum. Das ist mir schon klar, dass es da Tausende von gibt. Ich kann es nun mal nicht ändern. Alles klar. Wo ist nur der Doc? Ich habe keine Ahnung. Krass. Ja, keine Ahnung, die soll sich einfach bereithalten. Eine Hundertschaft? Nein, momentan brauchen wir noch keine Hundertschaft. Aber auch die sollen sich bereithalten, okay? Ja, ciao. Hier sind die Berichte von der Spurensicherung. Ah, super, danke. In dem Gelände auf dem Dach wurden Fingerabdrücke von Johannes Korff sichergestellt, dem Freund des Opfers. Und dieselben Fingerabdrücke befanden sich in der Pathologie. Das würde ja bedeuten, dass er möglicherweise Heuken vom Dach gestoßen und die Leiche aus der Pathologie entwendet hat. Aber warum sollte er? Ey, der Heuken, ja, das war ein Spieler, ja. Und ab und zu hat er auch ein bisschen was genommen. Und da hat er mich halt gefragt, ob ich einen Job für ihn habe. Und deswegen hast du ihn nach Amsterdam geschickt, um für dich einzukaufen, oder was? Ja, okay. Mann, ich hab den nicht umgebracht. Der sollte den Stoff aus Amsterdam holen, hier vorbeibringen und der ist mal hier nie aufgetaucht. Alex, was gibt's? Okay, lass dein Handy orten, wir sind gleich da, ja? Bis gleich, ciao. Komm, wir müssen los. Jetzt komm schon mal auf, hier. So, schön da unten hinsetzen. So, wunderbar. Die Kollegen sind gleich da. Hey! Ihr könnt ihn doch hier nicht so sitzen lassen! Wie, ihr habt ihn verloren? Das kann doch gar nicht sein, Leute! Ja, ja, okay. Ja, bis später. Michi, guck mal. Da auch. Das Blut. Jetzt aber schnell. Hier muss dir doch klar sein, dass wir keine Zeugen brauchen können! Jetzt erledige das und dann schafft die Leichen weg! Aber... Ja, kein Aber! Die haben wir den ganzen Mist zu verdanken! Koks als Proband zu nehmen. Hier musste doch klar sein, dass da Nebenwirkungen auftreten können.
Ich wollte doch nur helfen. Wolfgang brauchte Geld. Ich konnte das doch nicht ahnen. Ich habe ihm doch jetzt die Leiche besorgt. Jetzt lassen Sie den Mann doch gehen. Überlass das Denken mir! Merkt ihr das? Und jetzt erledige deinen Job! Hören Sie, Sie sind doch kein Mörder! Halt die Klappe! Lassen Sie sich nicht zu einem Mörder machen! Es muss man selber machen! Tut mir leid. Aber wenn das rauskommt, dann kann ich den Laden nicht machen. Und ich fahre nun mal gerne Porsche. Und ich wohne nun mal gerne in einem großen Haus. Nehmen Sie es bitte nicht persönlich! Freund, weg runter! Weg damit! Warte runter! An die Wand! An die Wand! Hände auf den Rücken! Ganz ruhig bleiben! Ich wollte das nicht! Ich wusste doch nicht, dass Wolfgang auf Koks war. Das habe ich erst vor ein paar Tagen erfahren. Der war total paranoid. Der meinte, dass alle hinter ihm her wären. Und dann habe ich gedacht, frische Luft würde gut tun. Und dann sind wir aufs Dach und dann ist er gesprungen. Ich wollte das nicht. Das können Sie seiner Frau erzählen. Kommen Sie mit. Aufstehen, los. Das war aber knapp. Ist ja auch gerne zu, ne? Aber ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Das freut mich zu hören. Sieh mal hier, ja, ich habe eine Schere im Auto. Das ist nicht nötig. Mal hier. Sieh mal einer an. Der Doc ist bewaffnet. Ja, aber ich konnte es nicht einsetzen, habe ich gedacht. Eine Blutspur würde irgendwie helfen. So wie bei Hänsel und Gretel. Danke. Okay, Gretel. Da gibt der böse Wolf dir jetzt mal ein Bier aus, ne? Hm.